Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich muss jetzt versuchen, den Bogen zu schlagen von Ihrem eigentlichen Thema, nämlich Kinder, Jugend, Bildung, zu dem Thema Weltbevölkerung. Wenn Sie an junge Menschen heute denken, an Kinder, dann stellt sich natürlich auch die Frage, mit welchen Möglichkeiten wir diese Kinder in die Welt entlassen und in welche Welt wir sie entlassen, also was wir, die Älteren unter uns, den Jüngeren hinterlassen. Da ist zunächst einmal ein sehr positiver Effekt, denn die jungen Menschen, die heute die Schule verlassen oder die Ausbildung verlassen, die haben im Schnitt eine deutlich bessere Bildung als alle Generationen vorher. Sie verfügen und sie haben Zugang zu einem Wissen, zu einer Menge von Wissen, die hat es vorher nirgendwo, nirgendwann, irgendwo gegeben. Das heißt, die Voraussetzungen, mit dem Kopf Leistung zu erbringen, das Leben zu verbessern, das Leben von anderen zu verbessern, ist sehr gut. Und diese jungen Menschen heute werden aber dieses Wissen auch brauchen, denn wir hinterlassen umgekehrt eine Welt, die ökologisch etwas, vorsichtig formuliert, überstrapaziert ist. Wir wissen, dass der Zustand der Weltmeere, der Atmosphäre, der Böden, der Trinkwasserreserven in vielen Regionen der Welt, das merkt man jetzt nicht so, wenn man hier aus dem Fenster schaut und das Grün des Frühlings hier sieht, in Bregenz, hier sieht alles aus, als ob es in Ordnung ist, als ob die Natur und die menschliche Besiedlung im Einklang miteinander stehen. Aber auch das, was hier in Bregenz passiert, ist natürlich nicht möglich für 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Das heißt, dass die Menschen, die hier leben, doch deutlich über die Verhältnisse leben, die im Schnitt auf der Welt möglich wären. Es gibt auf der Welt, so wissenschaftlich gesehen, 24 Ökosystemdienstleistungen. Also das Ökosystem da draußen, das leistet Dinge für uns, und zwar umsonst, die wir brauchen. Wir brauchen Luft zum Atmen, das machen die Wälder, das machen die Pflanzen, wir brauchen Trinkwasser, das machen die Moore, die Wälder, die Trinkwasser ermöglichen, die ganzen Ozeanrandgebiete, die dienen zum Teil zum Küstenschutz und so weiter. Und von diesen mannigfachen Ökosystemdienstleistungen, von diesen 24, sind heute 15 degradiert, also geschädigt, und sie erbringen nicht mehr 100% der Leistungen, die sie eigentlich erbringen könnten. Das ist bei einer wachsenden Zahl von Menschen auf der Welt ein Problem und regional bereits ein großes Problem. Und zwei dieser Dienstleistungen, nämlich die Versorgung mit Trinkwasser und die Versorgung mit Protein aus den Meeren, also mit Fisch, die sind bereits stark geschädigt. Also da sind die Leistungen deutlich unter 50% dessen, was sie insgesamt liefern könnten. Und hinzu kommt, dass sich diese Ökosysteme in ihrer Eigenschaft weiter deutlich verschlechtern. Das heißt, um damit zurechtzukommen mit der Welt in Zukunft, braucht man sehr, sehr viel Wissen, braucht man sehr viel Bildung. Und das ist der Vorteil gegenüber dem Nachteil, den wir den jungen Menschen hinterlassen. Wir hinterlassen vor allem auch eine Mentalität, die nicht zukunftsfähig ist. Und diese Mentalität beruht darauf, dass wir auf grenzenloses Wachstum bauen. Wir sind alle über unser gesamtes Leben, alle, die wir hier sitzen, mit Wachstum sozialisiert. In unserer Lebenszeit hat Wachstum unser komplettes Leben geprägt. Die Weltbevölkerung ist gewachsen, die Bevölkerung in den Industriestaaten ist gewachsen, der Wohlstand ist gewachsen, die Zahl der Güter, die uns umgibt, ist gewachsen, die Möglichkeiten, die wir haben zu reisen, die Kilometer, die wir pro Jahr zurücklegen, alles das ist gewachsen. Und das hat natürlich unser Bewusstsein stark geprägt, sodass wir uns etwas anderes als Wachstum eigentlich gar nicht vorstellen können. Und deswegen wundert es sich nicht, dass in allen Parteiprogrammen aller Parteien, ob das grün, schwarz, gelb, rot oder sonst wie ist, Wachstum immer eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir brauchen Wachstum, unser gesamtes System ist von Wachstum abhängig, unsere Sozialsysteme sind ohne Wachstum nicht zu finanzieren. Unsere Finanzsysteme würden ohne Wachstum kollabieren. Die ganze Wirtschaft, die Arbeitsmarktpolitik kann nur funktionieren, wenn es Wachstum gibt. Und auch unsere Schuldenpolitik, das ist ja ein wichtiges Thema im Moment, kann ohne Wachstum nicht funktionieren. Denn man nimmt Schulden auf in der frohen Erwartung,
dass das Wachstum der Zukunft es ermöglicht, diese Schulden irgendwann locker zurückzuzahlen. Das Problem ist, dass wir immer weniger Wachstum haben, aber steigende Schulden. Und daran sieht man, dass sich da so im Hintergrund etwas heranschleicht, was man möglicherweise nicht mehr kontrollieren kann. Denn wenn wir abnehmende Wachstumsraten haben, und davon muss man in den weit entwickelten Staaten ausgehen, aber trotzdem steigende Schulden, dann geht die Rechnung irgendwann nicht mehr auf. Dann können diese Schulden definitiv nicht mehr zurückgezahlt werden. Das Problem ist jetzt nicht das mit den Schulden, sondern das Problem ist, dass wir auf einem Planeten leben, der dieses dauerhafte Wachstum nicht mitmachen kann. Denn der Planet ist physisch begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt und jede Art von Wachstum, auch das sogenannte grüne Wachstum, was umweltschonender sein kann als das, sagen wir mal, graue Wachstum, auch das grüne Wachstum braucht Rohstoffe. Ja, auch wenn wir Windmühlen bauen, Solarkraftwerke und auf dieser Energieversorgung dann weitere Produkte generieren wollen, sind immer neue Rohstoffe dafür notwendig und so weiter und so fort. Und dauerhaftes Wachstum ist dann auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen schlicht und einfach nicht möglich. Und das Ergebnis dieser Mentalität, dieser Umgebung, die uns prägt, ist, dass wir im Moment das maximale Wachstum erleben, was die Menschheit je erlebt hat. Auf allen Bereichen. Und Sie sehen das beispielsweise an der Weltbevölkerung. Wir hatten im Jahr 1900 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Und Demografie ist eine sehr einfache Disziplin. Sie sehen, 100 Jahre später muss man nur die beiden Zahlen einmal rumdrehen. 100 Jahre später hatten wir 6,1 Milliarden Menschen. Also innerhalb von 100 Jahren hat sich die Menschheit vervierfacht. Das hat es vorher nie gegeben. Ein Wachstum in diesem Ausmaß, in dieser Geschwindigkeit. Und es wird es auch nicht mehr geben. Aber trotzdem sehen Sie, dass in der Prognose bis 2050 nochmal über 3 Milliarden dazukommen. Das heißt, in absoluten Zahlen wächst die Menschheit heute stärker noch als je zuvor. Obwohl sich das relative Wachstum, also das prozentuale Wachstum, seit den 60er Jahren halbiert hat. Und auch die Fertilitätsrate, also die Zahl der Kinder, die im Schnitt eine Frau auf der Welt bekommt oder bekam, lag in den 60er Jahren etwa bei 5 Kindern und das liegt heute bei 2,5 Kindern. Aber trotzdem, weil es eben noch sehr große Bevölkerungsanteile gibt in den ärmeren Ländern, die sehr jung sind und ihre Kinder erst noch kriegen, wächst die Weltbevölkerung in diesem rasanten Tempo erstmal weiter. Über 3 Milliarden dazu bis 2050, das ist nicht mehr so lange hin. Und das heißt, pro Tag kommen etwa 230.000 Einwohner dazu, das ist 12-mal Bregenz pro Tag oder einmal ganz Deutschland pro Jahr. Im Moment, jedes Jahr, letztes Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Aber weil nicht nur mehr Menschen da sind, sondern die Menschen auch immer mehr wollen, immer mehr konsumieren, immer mehr Güter produzieren, wächst der Energieverbrauch nicht nur genauso schnell wie die Menschheit, sondern noch schneller. Die Menschheit hat sich seit 1967 verdoppelt, aber der Energieverbrauch hat sich seit 1967 verdreifacht. Und weil der Energieverbrauch im Wesentlichen noch auf fossilen Quellen, also auf Erdöl, Kohle und Gas beruht, ist auch der Kohlendioxidausstoß, also das wichtigste Treibhausgas, in den letzten Jahren, in dieser Zeit, in der sich die Menschheit verdoppelt hat, hat sich fast verdreifacht. Weltweit gesehen produzieren wir heute etwa pro Kopf fast 5 Tonnen Kohlendioxid pro Kopf, pro Welteinwohner. 5 Tonnen, das ist ein Gas, das denkt man, das wiegt eigentlich gar nichts, also müssen 5 Tonnen eine ganze Menge sein. Die Menschen in den Industrienationen, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, liegen natürlich darüber. Wir liegen in Deutschland etwa bei 8-9 Tonnen und man dürfte pro Kopf der Weltbevölkerung, um eine halbwegs stabile Atmosphäre zu hinterlassen, 2 Tonnen emittieren. Und daran sehen Sie, dass Sie auch in dem schönen, grünen, doch wunderbar nachhaltig aussehenden Bregenz schätzungsweise Faktor 4 über Ihre Verhältnisse leben. Machen wir in Deutschland genauso, machen wir alle. Wir sind also alle Teil dieser Entwicklung. Diese Entwicklung läuft stärker, als man sich es in der Vergangenheit gedacht hat. Trotz Jahrzehnten,
jahrzehntelangen Verhandlungen um einen Klimavertrag, um ein Klimaabkommen, ein globales, steigen diese Emissionen sehr viel weiter, sehr stark weiter. Und der Internationale Rat für Klimafragen, das IPCC, hat in den 80er Jahren zum ersten Mal einen Report vorgestellt. Und da gibt es in solchen Reports immer verschiedene Annahmen für künftige Emissionen. Und da hat man so ein mittleres, ein oberes und ein unteres Szenario normalerweise. Und je nachdem, wie sich die Zukunft entwickelt, wie vernünftig sich die Menschen verhalten oder welche Technologien zum Einsatz kommen. Und dazu gibt es dann meistens noch ein viertes Szenario, um zu zeigen, was passiert, wenn man sich komplett bescheuert verhält. Als Menschheit, als Länder. Und das ist dann meistens das sogenannte Business as usual Szenario, so auf Deutsch weiter wursteln wie bisher. Das ist immer in den Szenarien mit drin, aber es kann sich keiner vorstellen, dass die Leute so blöd sind, tatsächlich so weiter wursteln, wie es da damals angenommen war. Und de facto bewegen wir uns exakt auf der Business as usual Kurve der 80er Jahre. Und auch in dem jüngsten oder in dem vorletzten Bericht des IPCC, das ist so der CO2-Anstieg in der Atmosphäre, den wir bis 2000 erlebt haben. Und wenn man jetzt schaut, das sind unterschiedliche Annahmen für die Zukunft wieder. Wenn man sich anschaut, wo sind wir denn jetzt hier 10, 14 Jahre später, sind wir genau hier oben. Auf dem obersten dieser Szenarien befinden wir uns heute mit 34,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxidausstoß pro Jahr. Das heißt, wir haben überhaupt noch nichts von dem erreicht, was die Klimaverhandlungen eigentlich seit 20 Jahren einklagen. Und was hieße das denn, wenn wir tatsächlich so weitermachen, wie es den Anschein hat? Und wir sind jetzt mal, da oben ist noch was Hellgraues. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Das ist das unterste von diesen Szenarien. Aber sind wir mal so mittelmäßig optimistisch und bewegen uns in diesem braunen Szenario. Das heißt, irgendwann wäre es dann so Mitte des Jahrhunderts mit dem Zuwachs der Emissionen zu Ende. Dann hieße das aber trotzdem noch, dass wir einen Temperaturanstieg von 4 bis 5 Grad zu erwarten hätten, unter diesen wirklich nicht pessimistischen Annahmen, und ein Meeresspiegelanstieg von 80 Zentimetern bis 2,90 Meter. Aber das ist nur der Meeresspiegelanstieg aufgrund der thermischen Ausdehnung der Ozeane. Wenn es wärmer wird auf der Welt, machen die Ozeane natürlich wie alles unter Wärme, die dehnen sich aus. Der gleiche Anteil, etwa 50-50 ist das, käme hinzu durch das Abschmelzen der Gletscher. Und zwar nicht der Gletscher hier im Ötztal oder in den Resten der Alpen, da liegt fast kein Eis, sondern die großen Eismassen liegen auf Grönland und später in der Antarktis. Und die würden bis dahin bei diesem Temperaturanstieg ganz erheblich angenagt. Auf Grönland liegt Eis für etwa 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Und wir wissen, dass seit 10, 15 Jahren das grönländische Eis massiv im Sommer abschmilzt. Das hat es früher nie getan. Es gab im Jahr 2012 zum ersten Mal viele Tage im Jahr, wo die gesamte Eisfläche von Grönland über 0 Grad war. Also wo das gesamte Eis von Grönland auch oben hoch im Norden im Schmelzen begriffen war. Also wir sind in dieser Entwicklung bereits drin. Und wenn jetzt auch nur im vorsichtigsten Fall von einem halben Meter Meeresspiegelanstieg, davon wäre etwa ein Fünftel der Menschheit betroffen, weil die Menschen eben bevorzugt in den Küstengebieten leben, von New York über Shanghai, Kalkutta, alle diese Gebiete. Ein halber Meter würde bereits ein Fünftel der Weltbevölkerung aus ihren heutigen Wohngebieten vertreiben. Das Problem ist, wir können alle diese Phänomene, diese Wachstumsphänomene und die Folgen sehr gut beschreiben. Wir wissen auch, was man dagegen tun kann. Das IPCC liefert mittlerweile Berichte, die sind einen halben Meter dick. Da steht das alles drin. Das bedeutet, dass unser Wissen eigentlich permanent steigt. Wir wissen, was zu tun ist, aber in dem gleichen Maße, wie das Wissen steigt, versagt das Handeln. Also je mehr wir wissen, umso weniger handeln wir. Und das gilt nicht nur für die Politik, sondern das gilt auch für jeden Einzelnen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie kennen diese Dinger hier, ne? Die nennen sich Smartphones, Telefone. Von diesen Handys oder Mobilfunkgeräten gab es im Jahr 2012, die Zahlen sind natürlich schon wieder veraltet, 6,8 Milliarden Stück auf der Welt. Bei 7 Milliarden Menschen. Also im Schnitt fast jeder Mensch, inklusive der Ärmsten, die wir auf der Welt haben, ein Handy.
Diese Handys haben eine Halbwertszeit von 18 Monaten. Nach 18 Monaten ist die Gebrauchszeit im Schnitt zu Ende und die landen auf dem Müll. Das heißt, wir haben pro Jahr 4,5 Milliarden dieser Geräte, die auf dem Müll landen. Und wir benutzen nicht nur Handys, sondern Kühlschränke, Herde, Laptops, Turnschuhe, alles Mögliche. Das sind Produktketten, die irgendwann in Abfall, in Müll landen. Diese Müllmenge allein dieser Handys entspricht dem Gewicht von 45 Eiffeltürmen pro Jahr. Und daran sehen Sie, was wir an Rohstoffen umschlagen und was wir natürlich bei einer steigenden Weltbevölkerung mit immer höheren Ansprüchen dann auch weiter umschlagen werden. Jetzt werden Sie sagen, das ist ja alles schrecklich und das ist ausweglos, weil wir ganz offensichtlich nicht in der Lage sind zu handeln, denn man kommt mit diesen Weltverträgen, das sieht man bei den Klimaverhandlungen, in der Tat nicht wirklich voran. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn dort sitzen so viele verschiedene Staaten mit verschiedenen Interessen an einem Tisch und die lassen sich unmöglich unter einen Hut bringen. Dort haben Sie Russland, Saudi-Arabien und die Malediven an einem Tisch. Russland und Saudi-Arabien verfügt über riesige Mengen an Erdöl, Gas, Kohle. Wenn die sagen würden, wir wollen das im Boden lassen, um das Erdreich zu stabilisieren, dann würden sie einer Enteignung ihres Staates zustimmen. Das werden sie nie tun. Und die Interessen der Malediven oder anderer Länder, die davon betroffen sind, selbst der Einwohner von New York, die spielen in diesem Zusammenhang erstmal überhaupt keine Rolle. Das heißt, es ist müßig darauf zu warten, dass bei diesen internationalen Klimaverhandlungen auch irgendwas bei rauskommt. Und das lehrt genau die Erfahrung der letzten 20 Jahre. Aber es zeichnet sich trotzdem eine gewisse Chance ab. Und diese Chance steckt interessanterweise im demografischen Wandel, der immer doch als häufig sehr problematisch diskutiert wird in den entwickelten Nationen, weil wir dann mit einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung zu rechnen haben. Also da ist so eine Art Selbstregulation ganz offensichtlich im Gange, denn mit steigendem Wohlstand, also mit mehr Verbrauch auch, mit steigendem Wohlstand, sinken die Kinderzahlen, und zwar ganz erheblich. Wenn Sie sich das anschauen, die Kinderzahl pro Frau in verschiedenen Ländern, Südkorea, Deutschland, Polen, Spanien, USA, über die letzten 50 Jahre. Deutlicher Rückgang. Und in den Ländern, die später mit der Entwicklung angefangen haben, wie Südkorea, das war in den 50er, 60er Jahren noch ein bettelarmes, agrarisch geprägtes Land, geht es umso schneller. Für diese Entwicklung zu niedrigeren Kinderzahlen gibt es drei wesentliche Gründe, die wir alle gutheißen. Der erste Grund ist mehr Wohlstand. Mehr Wohlstand führt zur sogenannten Konkurrenz der Genüsse. Je mehr Geld wir haben, umso mehr fangen wir an zu überlegen, wofür wir das Geld aufwenden. Können wir Reisen unternehmen, können uns ein Auto kaufen, können uns eine größere Wohnung kaufen. Und Kinder treten dann in Konkurrenz zu diesen Genüssen, weil Kinder auch gerade in entwickelten Gesellschaften einen Haufen Geld kosten. Das ist ein Grund dafür, dass die Menschen weniger Kinder kriegen. Aber ein anderer, wichtigerer Grund ist Bildung. Je höher der Bildungsstand, umso niedriger sind die Kinderzahlen. Und der dritte Grund, sehr wichtig, ist eine veränderte Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Je gleichberechtigter die Frauen in der Gesellschaft sind, umso niedriger sind die Kinderzahlen. Alles das finden wir gut, wollen wir. Wir wollen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Wir wollen Bildung, wir wollen Wohlstand. Also dürfen wir uns nicht beschweren, dass dieser Effekt eintritt. Das sehen wir in allen Ländern der Welt, diese Effekte. Wir sehen ihn, wenn Sie sagen, ja, in den armen Ländern in Afrika gibt es das doch nicht. Wenn man sich jetzt alle Schwellen- und Entwicklungsländer anschaut und die in verschiedene, je nach Entwicklungsstufen, in verschiedene Cluster, in Gruppen einteilt, dann sieht man, dass überall dieser Effekt zu beobachten ist. Selbst in den allerärmsten Ländern seit 10, 20 Jahren gehen die Kinderzahlen zurück und in diesen Ländern ganz erheblich. In den entwickelten Nationen, Deutschland, Österreich, USA, Schweiz, haben wir heute im Schnitt ein Kind weniger als eine Generation vorher. Also wir haben ein Kind weniger als unsere Eltern. In den Schwellen- und Entwicklungsländern haben die Leute zwei oder drei, zum Teil sogar vier Kinder weniger als eine Generation zuvor. Das heißt, die erleben genau das Gleiche, was wir erleben, nur in komprimierter Form. Weil auch die wirtschaftliche Entwicklung, weil die Zunahme von Bildung und weil die Gleichberechtigung von Frauen deutlich schneller fortschreitet, als das früher vor 100 oder vor 150 Jahren bei uns in den heute reichen Ländern der Fall war. Und jetzt werden Sie sagen, ja gut, vielleicht in so manchen dieser Schwellenländer, aber doch nicht in den muslimischen Länder. Muslime haben doch immer viel Kinder. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die Länder, die 10 Länder mit dem höchsten Anteil an Menschen muslimischen Glaubens,
wie die sich über einen Zeitraum von nur 20 Jahren entwickelt haben, sehen Sie überall einen deutlichen Rückgang der Kinderzahlen. Also muslimische Länder nehmen an diesem Trend exakt genauso teil wie alle anderen Länder auch. Türkei jetzt fast bei 2,1 Kinder, das wäre der Wert, den man bräuchte, um eine langfristig stabile Bevölkerung zu haben. Die Türkei ist runter. Bangladesch, ein sehr armes Land, von 4 auf 2 Kinder fast runtergegangen innerhalb von 20 Jahren. Algerien, Pakistan, alle diese Länder erleben genau das Gleiche, wie das der Rest der Welt auch erlebt. Und insgesamt gesehen haben wir heute bereits 80 Länder auf der Welt, stark steigend, schnell steigend die Zahl dieser Länder, in denen die Kinderzahl 2,1 nicht mehr erreicht, also den Wert, den man braucht, um eine langfristig stabile Bevölkerung aus eigener Kraft zu haben. Die können wachsen, aber dann nur durch Zuwanderung. Und unter diesen 80 Ländern sind nicht nur alle entwickelten Staaten, mit Ausnahme von Israel, sondern eben auch ein paar überraschende Kandidaten wie Brasilien, Vietnam, Sri Lanka, Türkei, Iran, denen man es auf den ersten Blick möglicherweise nicht zutraut. Und wenn man sich jetzt die Länder anschaut, die die besten Lebensbedingungen für ihre Einwohner bieten, also ein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit, hohe Einkommen, wenig Armut oder gar keine Armut, hoher Bildungsstand, hohe Gleichstellung von Frauen und Männern und auch die besten denkbaren Bedingungen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, dann landet man bei den skandinavischen Staaten. Und diese Länder haben alle so zwischen 1,8 und 1,9 Kindern. Also auch die bleiben unter den Idealbedingungen, die wir uns heute vorstellen können für menschliches Leben, bleiben unter der Zahl von 2. Und das ist eine gute Nachricht für den Planeten, weil es bedeutet, wenn alle Länder in ihrer Entwicklung dort bei einem Entwicklungsstand konvergieren würden, wie es die skandinavischen Länder tun, dann würde die Bevölkerung nicht mehr weiter wachsen. Und da sich immer mehr Länder in diese Richtung entwickeln, muss man davon ausgehen, dass das tatsächlich irgendwann passiert. Und das beste Beispiel, wie diese Entwicklung funktioniert, bieten asiatische Tigerstaaten oder Musterbeispiel ist Südkorea, die diese Entwicklung quasi wie im Lehrbuch mitgemacht hat. Sie sehen hier noch 55 zu Ende des Koreakriegs, da gibt es diese typische Pyramide. Wir haben heute viele Leute, die sagen, ja, hätten wir doch noch eine Bevölkerungspyramide, das wäre viel schöner. Eine Bevölkerungspyramide ist eigentlich das Dummste, was man machen kann. Denn eine Bevölkerungspyramide ist ein Zeichen von Armut. Unter Armutsbedingungen haben erstens die Menschen viele Kinder und die Menschen sterben in allen Altersklassen. Deswegen wird das oben immer dünner. Wir sterben nicht in allen Altersklassen. Wenig Menschen sterben vor dem 60. Lebensjahr. Und deswegen verjüngt sich unser Tannenbaum oder was das ist, erst oben irgendwann so stark. Wie hat sich dann Südkorea entwickelt? Nach dem Krieg hat die Regierung massiv investiert in Bildung, in Arbeitsplätze und in Familienplanungsprogramme. Und hat dann erlebt, das sehen Sie hier, dass die Kinderzahlen zurückgehen. Also die Pyramide beult sich unten so ein. Und das hat einen Effekt, den man einen demografischen Bonus nennt. Einen demografischen Bonus kriegt man, wenn die Kinderzahlen sinken und wenn dadurch der Teil der Erwerbsbevölkerung, hier jetzt mal rot gezeichnet, schneller wächst als die Gesamtbevölkerung. Wenn die Erwerbsbevölkerung schneller wächst als die Gesamtbevölkerung, werden die Menschen ohne dass sich etwas anderes verändern muss. Denn der Wohlstand, der erwirtschaftet wird, wird von einer größeren Zahl von Menschen erwirtschaftet, als die nachwachsen. Wenn es jetzt gelingt, für diese noch relativ große Zahl von jungen Menschen hier, das sind die Roten, Arbeitsplätze zu schaffen in der ersten Phase der Industrialisierung, da braucht man vor allem viele Hände. Da werden Kleidungsstücke genäht, da werden einfache Dinge fabriziert. Also das Typische, was Entwicklungsländer dann in der ersten Phase ihres wirtschaftlichen Aufstiegs machen, dann kriegt man die alle beschäftigt. Und die Wirtschaft kommt ins Laufen. Und wenn es dann gelingt, die weiter kleiner werdenden Jahrgänge nachwachsender Menschen immer besser zu qualifizieren, dann können die kleineren Jahrgänge in die zweite Phase der Industrialisierung aufsteigen, wo man nicht mehr viele Hände braucht, sondern viel mehr kluge Köpfe. Weniger Hände,
als kluge Köpfe bedeuten dann, dass die Menschen in eine höhere Wertschöpfung aufsteigen können. Und genau das hat Südkorea mustergültig gemacht, indem es eben in wenigen Jahrzehnten von einem armen Agrarland zu einem der 15 stärksten Industrienationen der Erde herangewachsen ist. Südkorea steht jetzt hier in dieser Phase, wo diese Menschen noch erwerbstätig sind. Und Südkorea hat es dann auch in dem Sinne richtig gemacht, dass so viel Wohlstand erwirtschaftet wurde, dass die letzte Phase dieser Entwicklung, nämlich die starke Alterung, wo man das Geld braucht, um diesen großen Anteil der älteren Menschen zu versorgen, finanzierbar wird. Also diese Entwicklung von dem demografischen Bonus bis zur sogenannten demografischen Dividende, die dauert etwa 40 Jahre. Und diese 40 Jahre muss man nutzen, um den Wohlstand zu erwirtschaften, damit man die Alterung übersteht. Das hat Südkorea gut gemacht, das schaffen nicht alle Schwellen- und Entwicklungsländer, aber die haben es eben idealerweise gemacht. Und im Prinzip entwickeln sich alle Länder, die sich je entwickelt haben oder die auf dem Weg sind dorthin, nach diesem Muster. Die einen machen es ein bisschen besser und die anderen etwas schlechter, aber es gibt insgesamt keinen anderen Weg der Entwicklung. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich wirtschaftlich und bildungsmäßig zu entwickeln bei konstanten oder gar steigenden Kinderzahlen. Die fallen immer. Und dieser Weg scheint im Rahmen der Entwicklung unumkehrbar zu sein. Das heißt aber auch, dass viele Länder in diesen Alterungsprozess hereinkommen und auch in einen Schrumpfprozess irgendwann hereinkommen, der dazu führt, dass das Wirtschaftswachstum, so wie wir es aus der Vergangenheit kennen, nicht mehr so funktionieren kann. Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass in den Industrienationen das Wachstum, was früher hier auch in Deutschland, Europa bei fast 10% gelegen hat, immer geringer geworden ist, heute im Schnitt der Jahre unter 1% angekommen ist. Und der demografische Wandel kommt jetzt noch dazu. Denn bei einer schrumpfenden Bevölkerung und bei einer alternden Bevölkerung, die Vermögen entspart, ist nicht zu erwarten, dass dieser Trend sich wieder umdreht und höhere Wachstumsraten zu erwarten sind. Das heißt, diese Entwicklung bringt zwangsläufig ein geringeres Wirtschaftswachstum mit sich, was bis Richtung Null oder sogar darunter gehen kann in der längeren Entwicklung, wenn Staaten wie Deutschland oder vor allem Japan beginnen stark zu schrumpfen. Das heißt, da passiert etwas aus dem System heraus, aus einer Entwicklung heraus, aus einer gesellschaftlichen, aus einer sozioökonomischen Entwicklung heraus, was wir gar nicht kontrollieren. Wir wollen zwar diese Entwicklung, aber diese Folge wollen wir nicht unbedingt, weil wir ja Wachstum wollen. Und die Regierungen, die das im Moment erfahren, und da sind einige schon drin, Japan, Deutschland, einige europäische Länder sind da ganz weit vorne dabei, die wollen das noch nicht wahrhaben und sagen, wir brauchen aber mehr Wachstum. Weil unser System, das Finanzsystem, das Sozialsystem, alles das braucht ja Wachstum, sonst können wir es nicht finanzieren. Und die wehren sich mit allen Kräften dagegen, verschulden sich dabei, nehmen weitere Schulden auf, um künstliches Wachstum zu erzeugen. Extrembeispiele ist im Moment Japan, was zu 280% des Bruttoinlandsprodukts verschuldet ist, also mehr als doppelt so hoch wie Griechenland, was seit 20 Jahren versucht, gegen diesen demografischen Prozess mit Verschuldung anzukämpfen und kommt letztlich nur in weiter größere Probleme rein. Das heißt aber auch, wenn diese Entwicklung weitergeht, dass nicht nur das Wirtschaftswachstum in den entwickelten Staaten immer geringer wird, sondern dass auch das Bevölkerungswachstum irgendwann zum Erliegen kommt. Und die Gründe dafür, für den Rückgang des Bevölkerungswachstums, Bildung, Gleichstellung von Frauen und Männern und Wohlstand, das geschieht natürlich im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass es automatisch in allen Ländern tatsächlich so läuft. Wir haben einige Länder der Welt, die große Schwierigkeiten haben, aus ihrem hohen Bevölkerungswachstum rauszukommen. Dort verschlechtern sich die Lebensbedingungen der Menschen durch das hohe Wachstum. Sie schaffen es nicht, für die vielen Kinder, die nachwachsen, die Schulen zu bauen, die Lehrer auszubilden, die Krankenhäuser zu bauen, sodass einige Länder da an gewisse Probleme stoßen dürften. Und Sie sehen, wenn Sie sich so die Bevölkerungsentwicklung bis 2060 anschauen, hier schon eine Spaltung der Welt. Das ist der Teil da oben, der schon im Schrumpfprozess drin ist, also so zwischen Portugal und Japan. Da geht es langsam los oder zum Teil jetzt schon los mit dem Bevölkerungsrückgang. Japan wird einiges an Bevölkerung verlieren. China wird dieses Jahrzehnt aufhören zu wachsen und dann rasant mit dem Bevölkerungsschrumpfen beginnen. Aber gleichzeitig haben wir noch vor allem in Afrika Länder, die sehr stark wachsen. Die werden in diesem Zeitraum der nächsten 40 Jahre ihre Bevölkerung zum Teil verdoppeln, zum Teil verdreifachen, zum Teil sogar vervierfachen. Nehmen Sie ein Beispiel wie Nigeria hier unten. Das ist
anderthalb Mal so groß wie Frankreich, hat heute 170 Millionen Einwohner, also eine ganze Menge. Die laufen bis 2050 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf 400 Millionen und bis 2100 auf 700 Millionen Einwohner zu. Wäre dran das drittstärkste, einwohnerstärkste Land der Welt, bei einer Fläche anderthalb Mal so groß wie Frankreich. Und bei einem Entwicklungsstand, der für 95% der Bevölkerung sehr schlecht ist. Bei regionalen Konflikten zwischen dem Norden und dem Süden, was eigentlich ökonomische Konflikte sind, was aber dann zu religiösen Konflikten sich auswächst, weil der Norden muslimisch ist und der Süden christlich ist. Diese Länder werden dieses Wachstum unter großen Schmerzen nur erleben. Mit Konflikten, mit Verteilungskonflikten, mit möglicherweise kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das gilt für einige dieser Länder, die hier rot bis dunkelrot gezeichnet sind. Und wie stark sich die globalen demografischen Verhältnisse verschieben werden, sehen Sie daran, wenn Sie jetzt hier ein kleines Land Malawi, hier unten in Ostafrika, und in Jemen zusammenziehen. Die werden bis 2050 etwa so viele Einwohner haben wie Russland. Russland schrumpft langsam und diese beiden Länder, die viel kleiner sind als Russland, wachsen stark. Und daran sieht man, dass sich die Gleichgewichte doch extrem verändern. Das heißt, dass diese Sache mit der demografischen Dividende über die wirtschaftliche Entwicklung ist längst kein Automatismus. Es kann auch, wenn sie nicht optimal genutzt wird, und das ist eben in diesen roten Ländern häufig schwierig, weil dort auch die politischen Voraussetzungen sehr schwierig sind, kann das statt in einer Dividende in einem demografischen Desaster enden. Aber das heißt gleichzeitig, dass man natürlich alles tun sollte, um die Entwicklung dieser Länder zu befördern. Weil wir wissen, mit der Entwicklung und den klassischen Instrumenten, Bildung, Gesundheitssysteme, kann man nicht nur die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder fördern, sondern man hat eine Möglichkeit, das Bevölkerungswachstum zu minimieren, einzugrenzen. Und das gäbe den Ländern die Möglichkeit, freier zu atmen und sich auch im Sinne ihrer eigenen Einwohner zu entwickeln. Dafür aber, und jetzt kommt das Dilemma, dafür aber sind natürlich wiederum Rohstoffe, ist Energie notwendig. Die Hälfte aller afrikanischen Haushalte hat noch keinen Stromanschluss. Diese Dörfer können sich praktisch nicht entwickeln, weil keine Energie da ist. Armut in diesen Ländern ist immer im Wesentlichen Energiearmut. Die können das, was sie landwirtschaftlich produzieren, nicht kühlen, die können es nicht weiterverarbeiten, die können es nicht mit einer höheren Wertschöpfung auf den Märkten verkaufen und so weiter und so fort. Also die haben keine Chance ohne eine Energieversorgung. Das heißt, sie brauchen im Minimum 4.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist nicht viel. Deutschland, Österreich braucht etwa 50.000 Kilowattstunden im Jahr. Aber unter 4.000 kann man sich eigentlich nicht entwickeln. Das bräuchten sie für eine Grundversorgung. Würde man das jetzt klassischerweise über große Kohlekraftwerke generieren, diese Elektrizität, dann wäre der Klimawandel immer noch nicht nur an der oberen Kante dessen, was wir vorhin gesehen haben, sondern auch noch darüber. Wir müssen aber trotzdem über diesen Weg gehen der Entwicklung. Wir können denen in gewisser Weise technisch dabei helfen, indem Technologien zum Einsatz kommen, die weniger schädlich sind als ein Kohlekraftwerk. Aber auch wenn dort Windkraftwerke, Solarkraftwerke oder ähnliche Dinge gebaut werden, geht es natürlich mit einem gewaltigen Ressourcenverbrauch erst einmal einher. Müssen Netze gebaut werden, Kupferleitungen verlegt und so weiter und so fort. Das geht alles nicht ohne Ressourcenverbrauch. Das heißt, durch diese Krise muss man durch, man muss akzeptieren, dass es schlimmer wird, bevor es besser werden kann. Wir sind in dieser Situation drin und wir kommen da nicht anders raus, weil die Alternative, diesen Ländern zu sagen, bleibt mal lieber arm, dass der Globus ökologisch gerettet wird, ist keine Variante, die durchzuführen ist, weil das werden die erstens nicht mitmachen und zweitens würde es bedeuten, dass sie demografisch so weiter wachsen, dass sie sich um alle Chancen wachsen. Hier sieht man noch mal kurz, wie sich jetzt über die nächsten 40 Jahre die Weltbevölkerung weiterentwickelt. Hier sieht man, hier oben haben wir die Schrumpfländer, die jetzt anfangen. Das wird im Laufe der Zeit natürlich immer blauer und das Rote wird immer weniger lang. Aber hier oben haben wir China, Russland, Japan, Ukraine. Das sind die Länder, die am meisten Bevölkerung verlieren werden über die nächsten Jahrzehnte. Und unter den Ländern, die wachsen, haben wir nur noch ein einziges Industrieland, nämlich die USA, die vergleichsweise hohe Kinderzahlen haben und viel Zuwanderung. Aber sonst nur heutige Entwicklungsländer oder Schwellenländer. Sehr viele afrikanische Länder dabei, aber allein Indien und Pakistan werden bis 2060 so viele Einwohner hinzugewinnen, wie wir in der gesamten EU haben. Wir kennen jetzt
zum Glück die Instrumente, die notwendig sind, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen, weil man die Erfahrung hat mit den Ländern, die genau diese Effekte schon erreicht haben. Das erste sind Gesundheitssysteme. Sie sehen, wir haben überall, wo es hier dunkel ist, eine hohe Kindersterblichkeit. Und das sind die Länder mit den hohen Kinderzahlen. Und da erkennen Sie einen ganz simplen Zusammenhang. Die Menschen in diesen Ländern wollen nicht 8 Kinder oder 10 Kinder. Sie wollen, dass eine gewisse Zahl der Kinder überlebt. Und sie haben so viele Kinder, weil sie wissen, die Gefahr, dass die Hälfte davon stirbt, bevor sie mich selber unterstützen können, ist sehr groß. Und wir wissen, in allen Ländern, die sich entwickelt haben, wenn die Kindersterblichkeit sinkt, sinkt etwa 10 Jahre später auch die Fertilitätsrate, also die Kinderzahl der Frau. Also wenn so eine Gewissheit da ist, dass die Kinder überleben, dann aus freien Stücken hören die Menschen auf, so viele Kinder zu bekommen. Das heißt, man muss erstmal in die Gesundheitssysteme investieren und 10 Jahre später gehen dann die Kinderzahlen zurück. Erste wichtige Komponente. Das zweite ist Gleichberechtigung von Frauen. Also wo Frauen Zugang zur Bildung haben, zum Arbeitsmarkt haben und so weiter, gehen ebenfalls die Kinderzahlen zurück. Und Sie sehen, das ist jetzt hier der sogenannte geschlechterbezogene Entwicklungsindex. Da werden weltweit in allen Ländern Männer und Frauen verglichen. Wie alt sie werden, Gesundheitszustand, wie gut sie gebildet sind, welche Einkommen sie haben. Und die Länder, die sehr gleich sind, haben einen hohen Wert, also bis zu 1. Und die Länder, die ungleich sind, wo die Frauen und Männer ungleich dastehen, haben einen sehr niedrigen Wert. Und hier haben wir die Kinderzahlen. Und sie sehen einen ganz klaren Zusammenhang. Je besser Frauen behandelt werden in der Gesellschaft, umso niedriger sind die Kinderzahlen. Also die beste Möglichkeit, etwas für die Entwicklung der Welt zu tun, ist, Frauen gleichberechtigt zu behandeln. Denn dann haben sie die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu entwickeln und das Bevölkerungswachstum, was diesen Ländern große Probleme bereitet, geht zurück. Und der nächste Punkt ist Bildung. Und zwar insbesondere Bildung für Frauen und insbesondere Sekundarbildung für Frauen. Warum ist Sekundarbildung so wichtig und nicht primär, also Grundschule, 6 Jahre? Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen fordern Grundschulbildung für alle Kinder. Klingt erstmal nach einer guten Idee, hat aber entwicklungstechnisch überhaupt keine oder praktisch keine Effekte. Das liegt daran, dass Mädchen in diesen Ländern, wenn sie 6 Jahre zur Schule gehen, kommen sie aus der Schule, sind sie 14, 15 Jahre alt. Das ist das Alter, wo man in diesen Ländern auf dem Heiratsmarkt landet. Und dann haben diese Mädchen im Allgemeinen danach ein Jahr später das erste Kind und 3 Jahre später 2 Kinder und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt aber eine Sekundarbildung haben, also bis 18 Jahre etwa auf der Schule sind, verschiebt sich das Ganze. Sie haben außerdem andere Möglichkeiten, Ihr Leben zu gestalten. Sie kriegen weniger Kinder und der Abstand zwischen den Kindern wird größer. Dadurch steigt der Gesundheitszustand der Kinder und auch der Mütter, weil die Müttersterblichkeit sinkt. Das heißt, auch die nächste Generation hat wieder bessere Chancen, nur dadurch, dass die Frauen bessere Bildung haben. Und Sie sehen das hier, diesen Zusammenhang ganz klar. Das sind für verschiedene Entwicklungsländer, die braune Leiste sagt, das sind die Kinderzahlen von Frauen ohne Schulbildung. Die rote oder rötliche Leiste sagt, die gibt die Kinderzahlen der Frauen mit Grundschulbildung. Und die ganz rechte, die violette, die Kinderzahl der Frauen mit Sekundarbildung. Und Sie sehen hier, der Unterschied zwischen gar keiner Bildung und Grundschulbildung ist in vielen Ländern gar nicht zu erkennen. Kein Unterschied. Aber wenn Sie jetzt hergehen, Sie schauen sich den Unterschied an zwischen Grundschulbildung und Sekundarbildung, eminenter Unterschied. Hier in Angola 6 Kinder oder 2,5 Kinder. Das ist das, was Bildung bewirkt und was Bildung neben den anderen Effekten, eben andere Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, für die Bevölkerungsentwicklung für einen Einfluss hat. Und weil man diese Werte für alle Länder der Welt kennt, man weiß, die Kinderzahlen in Abhängigkeit von Bildungsstand für alle Länder, kann man Bevölkerungsprognosen rechnen, wo man die Investition in die Bildung berücksichtigt. Weil ich weiß, mit welcher Investition bekomme ich welchen demografischen Effekt. Und wenn man das hochrechnet auf das Jahr 2050, sieht man unter verschiedenen Annahmen, dass sich die Weltbevölkerung bis 2050, also in nur 40 Jahren, um 1 Milliarde unterscheiden würde. Nur durch die richtigen Investitionen in Bildung. Das Szenario A, das hieße gleiche Einschulungsraten, die wir heute haben. Also
der Anteil der Kinder, die in diese oder jene Schule gehen, bleibt gleich. Selbst das ist für viele Länder mit einem starken Bevölkerungswachstum schwer zu bewerkstelligen. Und das ist das Szenario, wie es etwa Südkorea vorgemacht hat. Also große Investitionen in Bildung oder auch Bangladesch vorgemacht hat. Große Investitionen in Bildung mit einem höheren, mit einem steigenden Anteil an Akademikern und einem sinkenden Anteil von Kindern, die überhaupt nie zur Schule gehen. Das ist dieser dunkelbraune. Wenn man das hinkriegt, und das ist keine Zauberei, weil das viele Länder geschafft haben, auch ehemals sehr arme Länder wie Südkorea, die haben das geschafft, dann wäre der Unterschied in der Weltbevölkerung bis 2050 nur 1 Milliarde. Und viele Länder hätten ganz andere Entwicklungschancen unter diesen Bedingungen. Die Frage ist jetzt, was heißt das dann dauerhaft für die gesamte Weltbevölkerung? Wir wissen, dass sich immer mehr Länder entwickeln, sehr gut entwickeln. Das gilt auch für einige afrikanische Länder. Nigeria hatten wir als Negativbeispiel, aber wenn man sich etwa Äthiopien anschaut, Äthiopien ist ein Land, das haben die meisten auch als Katastrophenland wahrscheinlich im Hinterkopf. Hungersnöte, Kriege, sehr arme Leute, viel Wüste, kein Wasser. Äthiopien hat sich aber in den letzten 10, 15 Jahren ganz erstaunlich entwickelt, und zwar genau, weil die Regierung in diese Bereiche investiert hat. In Gesundheit, die Kindersterblichkeit ist massiv gesunken und mittlerweile sinken die Geburtenraten. Massiv in Bildung für Frauen investiert. Und in Addis Abeba, in der Hauptstadt von Äthiopien, liegt die Kinderzahl je Frau heute bei 1,5. Das ist der Wert der Schweiz. Also zumindest ein kleiner Teil von Äthiopien, die größte Stadt, hat sich so weit entwickelt, dass der sozioökonomische Standard der Schweiz erreicht wird. Der wirtschaftliche Standard noch nicht. Und das ist beeindruckend. Und wenn sich das jetzt, was anzunehmen ist, auf das ganze Land in den nächsten Jahren ausbreitet, dann wäre Äthiopien auf einem sehr guten Weg. Wenn man jetzt annimmt, und das muss man annehmen, weil sich viele dieser Länder so entwickeln und weil die Entwicklung schneller geht als früher in den Industrienationen, könnte man sich überlegen, was passiert mit der Weltbevölkerung dann auf lange Sicht. Da gibt es ein Szenario von den Vereinten Nationen, was wieder 4 Varianten anbietet. Und wir wollen jetzt mal schauen, welche dieser Varianten eigentlich wahrscheinlich ist. Sie haben hier eine Variante, das fängt immer mit dem, das Stichjahr ist 2000. Also da wird zugrunde gelegt, dass für diese Variante die Kinderzahlen je Frau auf dem Niveau von dem Jahr 2000 bleiben. Damals haben im Schnitt die Frauen 2,7 Kinder gekriegt. Also gar nicht so viel, ne, wie man denkt. Und das würde im Jahr 2300 bei 140 Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Menschen enden. Eine unvorstellbare Zahl, und das zeigt Ihnen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Also Verdopplung in relativ kurzen Zeiträumen, das ist wie mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett, es wird irgendwann unglaublich viel. Das ist natürlich ein völlig irrsinniges Szenario, was nie Wirklichkeit werden wird, weil diese Menschen nirgendwo hinpassen würden. Das würde bedeuten, dass Länder wie Äthiopien, Nigeria, Somalia dann deutlich mehr Einwohner hätten, als heute auf der ganzen Welt leben. Und Sie werden nachvollziehen können, dass das nicht geht. Jetzt sehen wir die 3 realistischeren Szenarien dieser Annahme. Das obere Szenario setzt voraus, dass die mittlere Kinderzahl bis zum Ende des Jahrhunderts, des jetzigen Jahrhunderts, auf 2,35 sinkt. Das ist weniger als heute. Wir sind heute bei 2,5. Aber es ist eben über 2,1. Und das ist der heutige Wert von Argentinien. Wenn das der mittlere Wert wäre auf der Welt, dann hätten wir im Jahr 2000 36 Milliarden Menschen. Auch diese Zahl ist schwer vorstellbar angesichts der landwirtschaftlichen Möglichkeiten auf der Erde. 36 Milliarden Menschen lassen sich bei bestem Willen vermutlich nicht ernähren. Von allen anderen Einflussgrößen, Energieverbrauch und so weiter mal abgesehen. Also die können wir eigentlich auch streichen, diese Variante. Und dann haben wir nur noch 2 Varianten. Und welche ist davon denn die wahrscheinlichere? Diese beruht auf der simplen Annahme, dass irgendwann ab Ende dieses Jahrhunderts sich das Fertilitätsniveau auf dem Erhaltungsniveau einpendelt, also bei 2,1 Kindern je Frau. Und das Szenario geht davon aus, dass wir 1,85 Kinder pro Frau haben, auf lange Sicht dann, im Mittelwert. Also Länder, die drüber sind und Länder, die drunter sind. 1,85 Kinder, das klingt erstmal so, als ob es noch wirklich nah an
diesen 2 Kindern oder 2,1 Kindern ist, also nicht wesentlich weniger und deutlich mehr als in Österreich zur Welt kommen, deutlich mehr als in China oder in Japan oder in Deutschland zur Welt kommen. Also das wäre für Österreich und für Deutschland ein Riesenerfolg der Familienpolitik, wenn das bei 1,85 wieder hochkäme. 1,85 würde aber bedeuten, dass bis 2300 die Weltbevölkerung auf 2,3 Milliarden Menschen schrumpft. Weil auch der Rückgang natürlich negativ exponentiell erfolgt und kleinere Kindergenerationen, kleinere Elterngenerationen der Zukunft werden, die dann wieder weniger Kinder haben und so weiter und so fort. Und deswegen wird das dann so viel, deutlich viel weniger. Aber die Frage ist, wäre das eine schlechte Welt mit 2,3 Milliarden? 1,85 ist genau der Wert von Dänemark. Und wir haben vorhin gehört, Dänemark gehört zu den Ländern, die die besten Lebensbedingungen bieten. Dänemark gilt bei den Befragungen zum Happiness Index, zum Glücksindex immer zu den Ländern, die sind unter den ersten dreien. Also da leben die glücklichsten Menschen der Welt. Die haben gute sozialen Ausgleich, die haben gute Lebensbedingungen und haben so viele Kinder, wie sie wollen. 1,85. Wenn das die ganze Welt schaffen würde und vieles deutet darauf hin, dass wir uns in dieser Richtung bewegen, nicht in dieser, dann könnten wir bis im Jahr 2300 mit deutlich weniger Menschen leben. Diese weniger Menschen wären im Schnitt älter als heute, wären dadurch friedlicher, wesentlich friedlicher. Ältere Leute machen keinen Krieg, können sich nicht erlauben. Und sie wären wesentlich besser gebildet. Und sie hätten die Voraussetzungen mit den anthropogenen Veränderungen, also mit den menschengemachten Veränderungen, die wir heute anstellen auf dem Planeten, wesentlich besser klarzukommen, als wir es heute noch tun oder heute die ärmeren Länder es tun können. Der Klimawandel wird natürlich Länder wie Sudan, wie Niger, Nigeria hart treffen, viel härter als Österreich oder Holland, weil hier ganz andere Möglichkeiten bestehen der Anpassung. Die ärmeren Länder können das nicht, aber die Menschen der Zukunft werden das viel besser können. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir langfristig, und zwar ohne, dass wir selber das Steuer in der Hand haben, sondern diese Entwicklung ist ja eine Folge der wirtschaftlichen, der sozialen, der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir haben. Die Folge haben wir nicht im Griff. Die Folge wehren wir im Moment noch ab. Denn wir wollen ja, dass das Wachstum nicht endet. Und eigentlich wollen wir auch nicht, dass das Bevölkerungswachstum endet, weil das Bevölkerungswachstum ein wesentlicher Motor ist für das Wirtschaftswachstum. Und an dem Wirtschaftswachstum hängen wir natürlich im Moment sehr. Aber wenn wir uns damit abfinden, Gesellschaftsmodelle zu entwickeln für ein Wohlergehen der Menschen ohne Wachstum, was denkbar ist, was aber an den Universitäten heute unter Ökonomen nicht gerade weit verbreitet ist. Also unser Sohn studiert Volkswirtschaft und der lernt natürlich nur die klassischen Ökonomiemodelle. Und die haben alle Wachstum als Grundlage. Alles, was der modellhaft gelernt wird, ob das Steuerrecht ist, ob das Finanzpolitik ist oder alles, das braucht Wachstum als Grundlage. Und Systeme ohne Wachstum existieren in der reinen Lehre überhaupt nicht. Solange wir an diesem Modell festhalten, haben wir natürlich keine Chance, das zu gestalten, was ohnehin geschehen wird. Denn schrumpfende, alternde Bevölkerung werden dieses Wachstum dauerhaft nicht mehr hinkriegen können. Das heißt, wir müssen lernen, das zu akzeptieren, was langfristig von alleine kommt. Und wir müssen auch akzeptieren, dass wir nicht diejenigen sind, die diesen langfristigen Weg in die Nachhaltigkeit steuern, sondern dass das System uns steuert. Wir haben auch nach 40, 50 Jahren Umweltdiskussion nicht gelernt, uns im Wachstum einzuschränken, um nachhaltiger zu werden. Das haben wir komplett versagt. Und jetzt passiert es aber von alleine. Und wir müssen eigentlich nur lernen, das, was von alleine geschieht, zu akzeptieren. Sobald wir das können, sind wir auf einem guten Weg. Aber das Problem ist, das Jahr 2300 ist noch eine Weile hin. Und wie ich vorhin sagte, der Weg ins Paradies der Nachhaltigkeit führt über schwere Krisen. Und die nächsten Generationen werden diese schweren Krisen bewerkstelligen müssen. Aber das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung mehr haben und sagen, es wird von alleine gut, sondern gerade diese geringeren Freiheitsgrade bedeuten, dass wir eine hohe Verantwortung haben, um eben das zu gestalten, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten passieren wird. Nämlich den ärmeren Ländern bei dem Weg in eine bessere Entwicklung zu helfen, auch wenn dadurch der Ressourcenverbrauch zunächst einmal steigt. Und wenn Sie jetzt sagen, 2300, das ist ja reine Spekulation, das ist so lange hin, das ist Quatsch. Das sind 280 Jahre. Wenn Sie
sich die Bregenzer Stadtmauer angucken, die ist aus dem 13. Jahrhundert. Das sind 800 Jahre. Das alte Rathaus in Bregenz stammt aus dem Jahr 1662. Deutlich mehr als 300 Jahre. 300 Jahre sind oder auch in der jüngeren Menschheitsgeschichte nichts. Das sind 10 Generationen. Viele Städte im Süden Deutschlands haben der ganze alte Stadtkern, ist mindestens 300 Jahre alt, 400, 500 Jahre alt. Das ist überhaupt nichts. Das sind kurze Zeiträume, wo wir das als Menschheit, also nicht wir als Menschen, aber als Menschheit erleben können. Und deswegen sollten wir versuchen, genau diesen Weg zu gehen und die Krisen, die kommen werden, doch möglichst abzufedern. Unsere Kinder werden es uns danken. Vielen Dank.